Was macht denn hier so komische Geräusche? Als wären wir irgendwo im Regenwald. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir machen heute mal was ganz Besonderes. Wir laufen mal spazieren und brüten 9-10 Kilometer Eier. 9-10 Kilometer Eier. Dafür habe ich mir natürlich unendliche Brutmaschinen geholt. Und das ganz Besondere ist, ich gucke heute in die Linse. Wegen der Sabrina mache ich nur für sie, gell? Weil die sich immer beschwert, dass ich nicht in die Linse gucke. Sieht aber komisch aus. Ich sehe gar nicht, wo ich hinlaufe, weil ich in die Linse gucke. Wir gucken aber in die Linse, laufen spazieren und wenn die 10er Eier aufgehen, meldet man uns auf jeden Fall zurück. Ja, weiß ich nicht. Wenn ich in den Spiegel gucken würde, würde ich ja sehen, was hinter mir los ist. Aber ich muss ja in die Linse gucken. Und dadurch sehe ich, dass ich die ganze Zeit in der Mitte bin, obwohl ich eigentlich an den Rand von der Kamera müsste. Egal. Wir melden uns zurück, wenn die Eier aufgehen, machen heute mal eine kleine Eierfolge. So. Willst du rechts neben mir laufen? Das ist besser, weil da ist nicht so viel Platz da. Die Eier sind auf jeden Fall gleich am Schlüpfen, wir machen es aber ganz anders. Wir biegen jetzt hier links ab, laufen vor Richtung Theater. Und wie ihr seht, gucke ich schon wieder nicht in die Linse. Ich verstehe den Sinn nicht, wieso ich in die Linse gucken soll. Ein schwarzes Loch angucken, das ist ja voll langweilig. Ich gucke lieber hier rein, da weiß ich, was los ist. Wir öffnen mal das erste 10er-Ei. Oh, guck mal, was da drin ist. Ein Shinox, wunderbar. Mit 21 Bonbons, 2100 Staub und schlechten Bewertungen. Nehmen wir mit. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die Eier öffne, gab es Shinox auch noch im Feldforschungsdurchbruch. Ein Klick aus dem 10er-Ei, 3000 Staub. Jetzt habe ich die Bonbons nicht gesehen. Stand da 21 oder 31? Ich weiß es nicht. Hat schon bessere IV, ist aber immer noch nichts Krasses. Da geht noch mehr. Alles, was 15 Angriff hat, kann man ja mal mitnehmen. Ein Shiny Barsch war aus dem Ei mit 24 Bonbons. Das jetzt mit guten IV. Nee, leider auch nicht. Trotzdem, Shiny Barsch war aus dem 10er-Ei. Nimmt man natürlich gerne mal mit. Wie ihr seht, sind wir schon wieder hier auf der Margareteninsel in Budapest unterwegs. Ein Flampion ist auch nicht so häufig, 25 Bonbons, aber Mist, IV. Wir kommen zum 4. Ei und haben ein Mamolita, Mamacita mit 29 Bonbons und schlechten IV. Wo ich noch dachte am Rauchtag, dass das das ist, was mehr Sternstaub gibt. Aber das war ja nicht das, das war ja das Ordov, oder wie das heißt. Also Marmolita auch. Eigentlich Mist, kann man auch nicht entwickeln. Dann haben wir noch ein Kaumalat, das ist auf jeden Fall cool. Mit 23 Bonbons. Da freue ich mich. Hat aber auch schlechte IV. Nehmen wir trotzdem mit. Können wir wegschicken, wenn es mal doppelte Bonbons gibt. Noch ein Klick hinterher mit 19 Bonbons, hat aber glaube ich jetzt schon schlechtere IV wie das andere, ja. Ich habe gesehen, da sitzt auch noch ein Pikachu, was natürlich auch wieder ein Shiny sein kann. Kann ich gerade nicht anklicken, das nächste Barsch war diesmal kein Shiny, 32 Bonbons. Wäre das denn okay? Das Pikachu ist aber leider weg. Ihr seht, diese Strecke hier ist optimal, weil bis die Eier auf sind, sind die Eier auch fertig. Bis die Eier auf sind, sind wir am Ende angelangt. Ich meine, wir sind am Ende und die Eier sind durch, so ungefähr. Noch ein Barsch war auch wieder Grütze von den IV her. Das dürften jetzt alle gewesen sein. Das Pikachu können wir noch anklicken. Das können wir theoretisch auch noch fangen, wenn wir möchten, zum Abschluss der Folge. Ich sammle dann mal wieder 9-10 Kilometer Eier und melde mich irgendwann mal, wenn ich wieder 9-10 Kilometer Eier habe, weil das ist irgendwie das Spannendste zum Ausbrüten. Die anderen braucht man nicht, alles Quatsch. Ich sehe nackte Haut, das heißt, siehst du auf der Bank, wie alles rausguckt.
Und Kinder haben keine Haut oder was? Das ist ja das Schlimme. Wäre es eine alte Oma, da wäre es ja egal. Aber so, dass sie sich immer schon in dem Alter so, erster Fang des Tages. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und Ditschen. Und der Ditschen, der ist halt auch dabei. Ja.